In diesem Video geht es um die besten Hörgeräte. Der Qualitätssieger in unserem Hörgerättest geht an das Beure HA80. Das Hörvermögen ist ein essentieller Teil unserer Wahrnehmung, dank dem wir jeden Moment bewusst erleben und genießen können. Egal, ob Sie einen Film schauen möchten, sich mit Freunden unterhalten oder einfach den Geräuschen des Waldes lauschen wollen, die HA80-Hörhilfe von Beurer verstärkt alle Klänge und Töne und überträgt diese dann an Ihr Ohr. So können Sie auch bei eingeschränkter Hörfähigkeit ohne Probleme am täglichen Leben teilnehmen und die volle Klangkulisse Ihrer Umwelt genießen. Die Hörverstärker sind ergonomisch geformt und ermöglichen dank ihrer je vier unterschiedlich großen Aufsätze eine individuelle Anpassung an den Gehörgang. Darüber hinaus sind sie durch ihre Bauweise angenehm zu tragen. Die Lautstärke und die zwei Hörprogramme können Sie ganz einfach über die Medientaste regeln, um die Hörhilfen so auf laute und leise Alltagssituationen anzupassen. Die mitgelieferte Aufbewahrungsbox sorgt für eine sichere Verstauung, wenn Sie die Hörhilfe nicht tragen. Für das unkomplizierte Aufladen der Hörverstärker können Sie die Wechselakkus über die Ladefunktion der Aufbewahrungsbox wieder laden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Zeng Minimal Hörgerät. Du möchtest besser hören können, dann ist das Zeng Minimal die richtige Wahl, um wieder am alltäglichen Leben teilnehmen zu können. Dieses persönliche Gerät verfügt über ein niedriges Profil, das bequemer zu tragen ist in dir und kaum sichtbar. Geben Sie einem Mikroschraubendreher die Lautstärke im Uhrzeigersinn erhöht und die Lautstärke gegen den Uhrzeigersinn senkt. Drei verschiedene Ohrgrößen im Paket, beachten Sie bitte die richtige zu wählen. Wenn es lärmt, verringern Sie die Lautstärke, sicherstellen, dass die Ohrstöpsel sind in engen Kontakt mit dem Gehörgang, um sicherzustellen, der Ton nicht durchsickert. Das linke Ohr ist blau und das rechte Ohr ist rot. Wenn es trägt, ist kein Unterschied. Wir empfehlen, dass Sie die 45-Tage-Gerät versuchen, weil es 2 bis 6 Wochen dauert, die Töne einzustellen, die nicht seit vielen Jahren gehört haben. Der Preis-Leistungs-Sieger in dem Hörgerät-Test ist das Beure HA20. Egal, ob Sie einen Film schauen möchten, sich mit Freunden unterhalten oder einfach den Geräuschen im Wald lauschen wollen, die Hörhilfe HA20 von Beurer verstärkt alle Klänge und Töne und überträgt diese dann an Ihr Ohr. So können Sie auch bei eingeschränkter Hörfähigkeit ohne Einschränkungen am täglichen Leben teilnehmen und die volle Klangkulisse Ihrer Umwelt genießen. Der Hörverstärker ist ergonomisch geformt und ermöglicht dank der drei unterschiedlich großen Aufsätze eine individuelle Anpassung an den Gehörgang. Die Lautstärke können Sie ganz einfach am drehbaren Lautstärkeregler stufenlos einstellen und so auf verschiedene Alltagssituationen abstimmen. Die mitgelieferte Aufbewahrungsbox erlaubt Ihnen eine unkomplizierte Aufbewahrung des Hörverstärkers, falls Sie ihn einmal ablegen möchten. Dank der mitgelieferten Batterien können Sie das Gerät direkt nach Erhalt verwenden. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.